willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land Version 1.3 Beta. Ich muss jetzt nochmal hier Hackschnitzel gucken, dass ich die einfülle. Dann muss ich die Gemeinde mal anrufen, wenn da jemand zu erreichen ist. Das passt. Letztes Mal hatte ich ja richtig Probleme, den ordentlich hinzustellen. Mal, dass das heute ein bisschen einfacher funktioniert. Polizeiinspektion, Grünfelder Land hier. Ich bin zwar nicht zur Polizei, aber zur Gemeinde. Hallo. Ja, ich leite weiter. Gemeinde Grünfelder Land hier. Jetzt fühle ich mich aber leicht verarscht. Warum? Hast du jetzt vom einen Apparat zum anderen umgeleitet, Herr Drissler? Ja, ich habe zwei Apparate dabei. Ich wollte mal fragen, wie es aussieht. Bauen Sie mal wieder Kohle. Ja. Drissler, nochmal anrufen, ja. Zeit ist dieser Teilnehmer besetzt. Bitte rufen Sie später einen Zeitpunkt erneut an. So, ja. Ich bin auch tatsächlich gerade in der Nähe, aber ich habe das Fahrzeug nicht dabei und wir haben gerade ein bisschen Einsatzchaos. Bin dann dauernd Unfälle gebaut. Ich würde mich melden, wenn ich sie abholen kann. Ist denn der Auflieger voll? Nö. Warte. Aber ich habe welche. Ja, ich würde die auch abholen. Also 8 Stück sind auf jeden Fall mal parat. Jo, das ist gut. Die würde ich dann abholen, sobald... Ja, was? Sobald ich den Traktor zur Verfügung habe, würde ich dann vorbeifahren. Okay, weiß ich Bescheid. Dann würde ich einfach gerade schon mal aufladen, 8 Stück, und dann... wenn sie da sind, reden wir über den Preis. Genau, ich rufe dann an. Gut, dann bis später. Tschüss. Jo, bis dann. Dieser Anhänger, der nervt mich gerade auch immer wieder. Einfach zu wenig Platz in dieser Halle. Das gibt's nicht. Ich verzweifle noch. Oh, jetzt hängen die Füße am Fest, oder was? Hä, manchmal stehe ich direkt davor und dann stehe ich wieder so weit weg. Das kann doch nicht sein. Folge war ohne, hallo? Ich noch mal davon. Ja. Es tut mir leid, wie ich ihn auch erklären soll, aber der LKW klebt ja an einem Baum mit. Der ist noch weiter vorwärts. Ja, was kann ich für den Baum? Ja,
Nur nicht, dass jemand dann kommt und sagt hier Beschädigung und ich komme vielleicht nicht mehr zu ihnen irgendwie. Weil ich es dann nicht zeitlich schaffen werde. Wir haben noch Zeit. Entweder Sie haben noch was anderes vor. Ja, wenn es noch warten kann, dann. Hey, geht schon noch ein bisschen. Okay. Wenn es halt noch ein bisschen geht, na, dann. Warum funktioniert der scheiß Anhänger nicht hier, ey? Ich drehe am Rad. Ja, kann's warten. Bis später. Oder nicht, mir egal. Tschüss. Ja, ciao. Eieiei, ey. Wenn die Leute sich einfach mal entscheiden könnten und nicht immer gegen die Bäume fahren würden. Ist also mir wurscht, ob der einen Baum zersammelt oder nicht. Ich drehe hier gleich am Rad hier. Kann nicht sein, dass ich jedes Mal eine Viertelstunde hier verblende, um einen scheiß Trichter voll zu kriegen, ey. Jetzt einlenkt, dann müsste der doch eigentlich mit dem Arsch hinten rumgehen und da genau drüber stehen. Aber nein, tut er nicht. Alter, ist doch verrückt. Da bekomme ich einen Anruf. Guten Tag. Ja, ich brauche ein Förderband. Mach mir ein Angebot und zwar zackig, ey. Am besten eins. So sauer? Der Anhänger nervt. Achso, Ich brauche ein Förderband. Mach mir ein Angebot, schick's mir zu. Bis später. Tschüss. Was für ein Förderband? Hallo? Hallo? Ja? Ich hatte eine Nachricht drauf, dass ich zurückrufen soll. Wer ist denn da? Hier ist der Franz Schneider. Ja, Mai, was machst denn du hier? Moin. Ja, ich wollte fragen, ob du Arbeit hast. Arbeit? Ja. Ich war jetzt ein Zeitchen weg und jetzt, ja. Hab ich gemerkt. Ja, Arbeit habe ich. Musste aber zu meinem Hof runterkommen. Ja, ich bin schon da. Ach so. Guck mal beim Xerion, da liegt hinter dem. Das sind ich doch. Ich bin aber hier. Oh, hier. Hier. Siehst du mich nicht? Ja, jetzt. Hallöchen. Hallo. Der Anhänger nervt mich. Warte mal kurz. Weiß mich mal ein, dass ich weiß, der Anhänger muss irgendwie so, dass das passt. Diesen gelben Ding da rein. Ja. Hör zurück. Und jetzt einlenken ein bisschen einmal. Jetzt ganz einlenken. Ich lenk ganz ein, aber der kommt nicht rum, oder? Na, darf ich mal probieren. Warte, jetzt probier ich nochmal. Kannst du jetzt? Und jetzt fährst du so weiter. Zurück, zurück. Genau so weiter, wenn es geht. Geht nicht. Der klemmt. Hey, dann bin wir. Probier mal. Lass ihn ein bisschen runter. Warte. Alter, der Anhänger, der geht mir so auf den Geist. Ja? So. Jetzt probier mal. Willst du mich veralbern hier? Du kommst hier an und dann zack, geht das Ding rein. Ja, aber da. Ich probier schon eine halbe Stunde, glaubst du das? Warum? Hi, da bin ich. Links, den linken Knopf musst du drücken. Ah. Suchst du nur Gradarbeit oder willst du etwas Festes? Ja, ich denke schon eher etwas Festes, weil ich hatte ja immer schon die Käseverarbeiter. Also ich war immer schon Käsemeister, hab den Meister gemacht. Das war ich der Zeit, wo ich weg war. Südtirol und hab den Fleischermeister gemacht. Okay.
aber jetzt will kein Mensch die Fleischerei kaufen und ich habe selber nicht genug Geld. Also ja, eigentlich schon eher etwas Festes. Okay. Also was ich dir anbieten kann, ist, dass du dich hier um die Forst, um den Forst kümmerst. Also hast du ja gerade gezeigt, dass du es kannst. Das ist eigentlich ja das beste Zeugnis. Ja, das würde ich machen. Weil dann kann ich mich so ein bisschen ums Managen kümmern. Natürlich helfe ich auch im Forst aus. Oder wenn wir irgendwas Größeres machen müssen. Ja. Bin gerade am Überlegen, was wir machen. Also ich habe ja da hinten das Palettenwerk, Sägewerk und hier, warte mal, ich mach gerade aus. Und hier die Holzkohleproduktion für die Gemeinde. Okay. Und dann habe ich auch noch das Karton- und Papierpalettenproduktion. Ah, ja. Also ich habe einiges zu tun und gerade ein Wald in Pacht, ein Feld in Pacht und ein Feld in Besitz. Och. Also ordentlich was zu tun, deshalb kommt mir das ganz gelegen, wenn du da Zeit und Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hört sich schon mal gut an. Die Gemeinde wollte später vorbeikommen und hier den IT-Runner die Mulde abholen. Oder den Pritsche. Ich würde gerade mal, komm mal mit, ich zeig dir das gerade mal. Ah, das ist der Jürgen. Sagte ich gerade schon. Wenn du hierher kommst, dann kannst du hier ins Terminal reingehen. Ah ja. Dann kannst du gleich mal gucken, ob du 8 Paletten auslagern kannst. Ja, Paletten hätte noch ein paar. Ja, Paletten halt ein bisschen. Aber die Holzkohle. 8 Holzkohle sollst du auslagern. Ah ja. Guck schau mal, ob du das hinkriegst. Klappt's? 8? Ja, 8 Stück. Aber sagen Sie. Oh, Jürgen. Hallo? Ja. Muss ich telefonieren? Hast du viel Guthaben oder was? Guthaben ist fast aufgebraucht, Kappa. Das liegt wahrscheinlich dran, dass hier der Traktor drin steht. Aber du kannst dann mal 8 Paletten draußen auf die Mulde drauf oder auf die Pritsche drauf machen. Die blaue. Auf die blaue. Aber der Jürgen holt natürlich jetzt erstmal. Ach, servus! Servus, kennst du den da noch? Ja, Franz. Moin. Welcome back. Hi. Ja, der Jürgen muss gerade drüben mal 12 Leerpaletten aufladen. Mach mal hin. Wir brauchen den Telelader auch. Dann komm mal mit rüber, ihr Spuchtet. Ja, geh mal halt mit rüber. Hoffentlich kommt die Gemeinde jetzt nicht, weil wenn die jetzt auch noch antanzen und sagen, hier, sie wollen hier Paletten haben, dann haben wir ein bisschen Stress. Warum stellt denn der das hier hin? So, Volker, 12 Stück. Ja, was bist denn du für einer? Warum? Fängst du erst an? Nee. Warum hast du dann nur eine Palette drauf? Oh yeah. Komm, geh weg. Ich lade die mal schnell auf. Steig aus. Ja, komm raus da. Wenn du jede Palette einzeln drauf lässt, dann bist du morgen nicht fertig. Vernünftig. Ja, klar. Dass ich hier auch sichern kann. Ja, klar. Will ich sehen. Okay. Gib die rechte an die linke ran. Nee, echt? Junge, ich bin Profi. Eigenlob stinkt. Ja, riechst du schon, ne? Hast du immer den Mief um dich? Oh nee, bitte nicht. Nicht so viel. Franz, mach mal nochmal 3 raus. Ja. 3. Jo.
Die kannst du mal festspannen, Jürgen. Kann ich? Ja, dann verschiebe ich die nicht. Die dritte oben drauf, oder was? Nein. Zwei zusammen ist immer perfekt. Die verkeilen sich gut. Warum hängen die denn? Wo hängen die denn? Auf der Seite. Mach mal die vordere los. Die hängen da auf der Seite. Ja, jetzt passt. Kannst festmachen. Zweite noch. Hopp. Warte, ich schieb nochmal. Schieb, schieb, gut. Schieb. Warte. Ja, warte. Ja, passt. Nochmal welche raus, komm, zack, zack. Zeit ist Geld. Upp. Aufpassen, Franz. Dann muss ich dir einen Helm geben. Wie viel? Drei. Alle zu Kartonproduktion. Jo. Ach, da steht ja der MF, ne? Jo. Wo denn? Bei der Kartonproduktion. Hab mir letzte Woche einen MF gekauft. Einen, oh, den muss ich mal schauen. Einen 93T. Oh. MF ist schon was Schönes. Oldschool halt. Ja. Gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.